Mittelfeldgeplänkel ist nicht mein Ding. Diesen Satz sagte Christian Neidhardt bei seiner Vorstellung beim SV Waldhof Mannheim im Sommer. Spätestens nach der jüngsten Heimniederlage gegen Essen ist der SVW nun jedoch genau dort angekommen. Nach 13 Spieltagen stehen die Mannheimer auf Platz 8, haben 10 Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und 8 Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Für die Waldhof-Verantwortlichen und Präsident Bernd Beetz, die das Ziel Aufstieg in dieser Saison klar ausgerufen haben, ist die aktuelle Entwicklung sicherlich enttäuschend. Klar ist, Christian Neidhardt hat die hohen Erwartungen, die an ihn gerichtet wurden, bislang noch nicht erfüllen können. Von Sportchef Tim Schock erhält er dennoch weiter Rückendeckung. Frage ist jedoch, wie viel Zeit Neidhardt noch bekommen wird. Bis zur WM-Pause sind es noch 4 Spiele. Sollten bis dahin die Ergebnisse nicht passen und noch immer keine Weiterentwicklung erkennbar sein, werden sich die Wege meiner Meinung nach auf jeden Fall trennen. Eventuell ist Neidhardt auch noch immer im Amt, weil der Trainermarkt derzeit nicht viel hergibt. Viele Waldhof-Fans wünschen sich unbedingt Aufstiegstrainer Bernhard Trares zurück, der aktuell frei wäre. Allerdings soll Trares eher auf ein Engagement gemeinsam mit Bruno Labbadia warten, um unter ihm als Co-Trainer zu arbeiten, wie es in der Vergangenheit schon mal so war. Ein weiterer Kandidat wäre Marco Antwerpen, bei dem ich mir aber aufgrund seiner Vergangenheit in Kaiserslautern nicht vorstellen kann, dass er ausgerechnet zum Erzfeind wechselt. Wie ist eure Meinung zur aktuellen Situation beim Waldhof? Sollte man Christian Neidhardt noch Zeit geben oder sollte ein anderer Trainer kommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.